Moin Moin, ihr Süchtigen draußen, die Tiny Chris. Willkommen zurück zu den Überwürfeln. Das hier wird das letzte Kapitel, die letzte Folge, Kapitel 15. Und eigentlich habe ich gar nicht so viel Schiss davor, obwohl es das schwerste wird bisher. Wir machen mal weiter. Da kommen so ein paar so richtig böse Kampfsegmente. Die können wir aber mit dem Zeug, das wir noch haben, eigentlich meistern. Stürzen wir uns mal rein. Und am Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Bonus. Okay. Wir sind wieder da. Nobody here at all? Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Ermittler Vieh, Sie wissen, warum Sie hier sind. Detective Cassianos, weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst, aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll es heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug raus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe jetzt zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Ruvik? Ne, Leslie. Aber hier haben wir noch ein Poster. Vermisstes Mädchen. Kurz blaue Haare, blaue Augen, hört auf den Spitznamen. This way. Okay. Wir sollen ihm folgen. Hey, wait. Optic Nerve. Wir haben anscheinend eine kleine Wasseraufbereitung. Alright, Kid, where are you taking me? Ans Ende dieses Spiels.
Langsam bricht hier wirklich alles zusammen. Wir sind jetzt natürlich wieder in der Klinik. No! Tot. Beacon, just like Joseph said. Beacon Nervenklinik. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Natürlich auf Englisch Evil Within, ne? Ist ja klar. Name Drop. Und jetzt können gleich mal die Credits kommen. So, wir haben zum Glück noch 4 Explosivbolzen. Die werde ich brauchen können. Überhaupt werden wir jetzt alles verschießen, was wir haben. Egal für welche Waffe. Sniper-Muni bräuchte ich noch welche. Wir haben aber keine Schlüssel mehr. I knew it. Kapitel 1. Wir sind wieder da. Wir erinnern uns, hier saß Jimenez. Jetzt können wir hier auch reingehen. Und da geht's runter. Noch weiter runter. Da hatten wir voll die kranke Vision. Im ersten Kapitel mit dem Sadisten und so. Ja, bin ich auch der Meinung. Das soll dann mal nicht so rumholen. Ah, da ist, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da oben habe ich sogar noch Munition gesehen, oder? Naja, egal. Keine Ahnung, was das so geglitzert hat. Brauchen wir nicht. Hier liegt jetzt sogar was auf der linken Seite. Wir werden jedes Waffenteil brauchen, sage ich jetzt schon. Ups. Hat uns hier hochgeteleportiert. Wir erinnern uns, im ersten Kapitel lag hier ebenfalls eine Notiz. Neuere Notiz aus Kanalisation. Treibst du immer noch von Flucht, wo sie so zum Greifen nahe ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? R. Natürlich Rubik. Jetzt ist hier auch was drin, die Tür war letztens zu.
5 Teile, das ist extrem viel. Da sind wir lang zum Kettensägen-Dude, das sitzt zu. Und hier können wir jetzt auch endlich durch diese Gitter hier durch. Ups. Ich wollte eigentlich zuhauen. Ja. Da hinten gibt es jetzt nicht viel. Nur ein bisschen Sniper-Muni, allerdings brauche ich die. Und zwar Minimum 4 Schuss. Für ein Segment, das kommt. Auf der anderen Seite, jo. 2 Schuss, ja, das ist es wert. Definitiv. Na komm. Und dann in die andere. Mir hier erstmal sehr viel durchzulaufen durch diese ganze Anstalt, bis wir zum finalen Kampf kommen. Leslie. Hier geht's sehr weit hoch. Hier haben wir noch ein Audio-Tape, ja, ein bisschen Handgun-Muni. By the time I realized Jimenez had betrayed me, it was too late. Ja, er hat ja die. I was so close. Leute, auf ihn jetzt. He knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They'd never gotten past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data. My equipment, my theories, my mind. They replaced my husk of a body with a new dimension of torment. Seine Erfindung, das Depp, an dem wir angeschlossen sind, das wurde gestohlen. Haben wir schon mitbekommen. Oh Gott. Nicht niesen! Oh Gott, Final Boss, nicht niesen! Nein! Nein, nicht niesen! Oh. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Euren Ohren zuliebe habe ich jetzt nicht genießt. So. Der finale Fahrstuhl. Ist es der finale? Na, ich weiß es nicht. Ne, einer kommt noch. So, jetzt geht es ab. Wir brauchen 4 Brandbolzen. Man sieht ja schon, wird langsam knapp mit den Teilen, ne? Jetzt hatte ich auch so viel Schiss, die ganzen Kapitel lang, dass ich nicht genug haben würde für diesen Bereich. Aber es reicht doch noch. Das heißt aber auch jetzt, dass jeder Bolzen sitzen muss, habe ich dann noch einen Schockbolzen. Nein, aber das kriegen wir auch noch hin, pass auf. Machen wir uns noch einen Schockbolzen. Da brauche ich auch noch einen. Eigentlich brauche ich sogar noch einen. Wie viele Teile habe ich da noch? 2. Ne, brauche ich 4. Ich finde noch 2 Teile. Wir werden das hinkriegen. Wie schaut es mit dem Magnum aus? Immer noch genug Munition. Ja. Wir werden auf jeden Fall durch die Scheiße durchkommen. Vielleicht werde ich ein paar Versuche brauchen, weil ich veraime. Ansonsten kriegen wir das hin. Erstmal gibt es hier noch was. Nämlich das letzte Collectible im Spiel. Das letzte Kartenfragment. Das sind jetzt alle.
Und das gehört auch zum Bonus, den ich euch am Ende noch gebe im Video. Nach den Credits werde ich dann nämlich noch im New Game Plus zeigen, was man da jetzt für eine Belohnung bekommt. Und noch ein Easter Egg. Damit ihr da Bescheid wisst. Nicht direkt abschalten. Ja, noch ein bisschen Gel, braucht sowieso keine Sau. Gut. Viel Spaß, Tiny. Leslie? Okay. Du schaffst das. Wieso mache ich eigentlich so viel Stress? Ich muss nur noch diesen Fahrstuhl hier durchstehen. Ich habe ja noch ganz kurz. Ach, ich darf mich hier gleich verbessern. Cool. Machen wir das nochmal ganz kurz. Das ist ja nice, dass sie den Stuhl hier hingestellt haben. Also. Oh, das sieht man gleich im Hintergrund. Habe ich denn die Genauigkeit erhöht? Nein, machen wir das mal. Das reicht schon. Stimmt, dann kriege ich automatisch, glaube ich, Munition rein, oder? Wenn ich das upgrade. Kapazität 8. Habe ich noch Sniper-Kapazität? Jawohl. Das letzte Upgrade. Das muss es sein. Super. Machen wir nach. Nee, die laden die Munition einem nicht auf. Das wäre irgendwie. Bisschen zu sneaky, hä? Super. Gut, probieren wir es einfach. Man braucht nur die Balls. Wir müssen hier noch kurz mit einem Typen reden. Hallo. Bin er da? Hey! Watch out for his eye. What? If you want to live, you avoid Rubik's eye. Watch out for his eye. What's that supposed to mean? You'll see. Yep. Er hat sogar recht. Hä, wieso bin ich jetzt hier drin? Poor guy. Rest in peace. Ich werde ihn nicht verbrennen. Ich weiß nicht genau, wer er ist, aber das ist nach der Story irgendwie so ein Journalist, der ihm zu nahe gekommen ist. Hier sind einige Leute angeschlossen. Ah!
Jetzt ist er böse. Jetzt wird's krass. Ups. Guck, ob das reicht. Ja. So, sie ist tot, oder? Stimmt, ich habe ja keinen mehr. Oh, stimmt, ich habe was vergessen. Scheiße. Habe ich das gerade First Try geschafft? Holy fuck! Ich vertraue dir nicht. Garantiert gehe ich da jetzt nicht hin und verbrenne den. Ich habe es First Try geschafft! Oh, das ist verdammt schwer. Alter! Ich glaub's nicht. Ich hab's sogar vergessen, weil wir haben am Anfang, die Bolzen da angeschossen und hier, damit die ganzen Spawns zu sind und die sterben. Ich habe vergessen, nachdem ich den Scheiße gemacht habe, das nochmal zu machen. Man muss diesen Schritt wiederholen. Gott sei Dank hatte ich die Zeit noch dafür. Heilige Scheiße. Gut. Dass wir das geschafft haben, Mann. Geiler Scheiß. Boah, schauen wir mal, was wir hier noch collecten können. Aber größtenteils müsste es das sogar sein. Hole ich mir gleich mal den Checkpoint ab. Cool. Nice. Ah ja, hier ist noch Sniper Muni. Die liegt aber standardmäßig da. Ich habe zwar eine Magnum-Patrone verschossen. 6 Kugeln müssten gelangen. Ja. Ja, gut. Also der letzte Kampf, in dem wir Munition brauchen. Das wird schwer dadurch, dass ich keine Teile mehr habe. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? So, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Trick. Dadurch, dass wir jetzt hier stehen bleiben, müssten die Typen hier uns nicht angreifen. Das könnte ich sehe gerade keinen.
Ich glaube, ich muss trotzdem noch hier runter. Na, normalerweise dürften die jetzt nichts tun. Wenn ich dieses Segment nicht trigger. Perfekt. Das war's auch schon. Cool. Überall Spritzen. Der heilt sich denn schon. So. Dann war das ja doch ziemlich leicht. Okay, habe ich nicht erwartet. Den harten Scheiß schaffe ich irgendwie immer. Gut. Oh mein Gott, huge. Nice. Sieben Teile habe ich noch. Gift, Explosiv noch drei, und noch einen dazu. Jetzt habe ich vier Explosivbolzen. Dann habe ich noch einen Kältebolzen, Harpoon. Das ist gut. Weißt du was, ich verschieße den mal. Die sind sowieso useless. Die benutzt niemand. Scheiß Giftbolzen. Kälte, Harpoon, die behalte ich noch, da habe ich nicht so viel. Und kann mich nicht fair switchen mit dem Zeug hier. So. Ja. Dann besiegen wir noch diese letzte Hürde. Das dürfte sehr interessant werden. Ah, die schaffen wir nicht. Cool. Jetzt haben wir 5. Ihr fragt euch wieso? Ihr werdet jetzt gleich erfahren. Oh cool! Put. Adios, amigo. Jawohl. Gib mir JG. Ich glaube es nicht. Ich habe es first try geschafft. Der schwerste Teil ist geschafft. Wir sind jetzt quasi mit dem Kämpfen durch. What the fuck? Ja, das hole ich mir auch noch, obwohl ich es nicht mehr brauche. Wenn es was gratis gibt, nehme ich es mir. Ja, das war's. Egal. Whee. Dann auf zum Boss. Na ja, gut, noch sind wir nicht da. Rubik, I created this world. You cannot keep me here. Beware of his eye. Pass auf sein Auge auf.
wurde ja schon gesagt. Blendbolzen, ich hab gar nichts mehr. Da ist eine Bombe. Und weiter vorne auch. Ups, diese lasse ich noch. Das ist auch Wes, genau. Super. Jetzt müssen wir hier durchkommen, ohne dass er uns erwischt. Jetzt kann ich meinen Blendbolzen bauen. Letzte Kampfarena. Kein Problem. Absolut easy. Double Keeper Bossfight. Absolut easy. Bärenfalle. Beregelung. Alles klar. Gut, somit habe ich keine Folge ohne Tod. Kann man natürlich auch machen. Na komm. Das zählt jetzt nicht als... Guck mal, das sieht man gar nicht. Also mal echt. Das ist ja wohl mein Monitor schuld, ne? Bitte. Ups. Bullshit. Immerhin stirbt man ja nicht, ne? Was? Scheiße. Das ist, by the way, mein größter Feind. Geduld. Ich hab keine. Ach ja. Das wird das wieder eine Weile dauern. Guck mal, es resettet sich doch. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir werden einfach nur zurückteleportiert. Merkst dir, Tiny. Gut, dann gehen wir da halt langsam durch, ne? Versuchen wir uns halt Schritt für Schritt durchzuschlagen. Oh! Die kommt ja auch noch. Okay, der braucht gar nicht so lang. Mal aufpassen. Wir bekommen gleich einen Kontrollpunkt. Gut. Jo. Ja.
Okay. Das war in Wirklichkeit der letzte Boss. Naja. Muss ja dabei sein. Just for the lulz. Lul. Lul. Was mache ich hier eigentlich? Muss gar nichts mehr machen. Auf geht's. Okay. Der letzte Teil des Games wird Cinematic. Make it out alive. I'm never riding in an elevator again. Richtig. Hi. Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... It doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Leslie!
letztes Dread. Wir schießen ihm in die Eier. Created this world. You cannot keep me here. Ruvik. I'm going to finish this. Sign, sir. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can. Ugh.
Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. So, we did it, boys. Ja, ich finde dich drin. Auf Wiedersehen. Errungenschaft freigeschaltet, der Meister des Horrors. Und du wolltest es nicht anders. Das kriegt man für Akumu. Eins der schwersten Achievements der Spielegeschichte, könnte man sagen. Doch, da mussten sie schon ordentlich durchbeißen. Gibt ein paar zu dienen dazu, was das Ende bedeutet. Ja, anscheinend ist er durch den Körper von Leslie abgehauen, der Ruvik. Quasi sein Bewusstsein rein transferiert. Das kann sein. Er wird im dritten Teil bestimmt wieder vorkommen. Es wurde am Ende des zweiten so ein bisschen geteased, dass da mal was kommen könnte in die Richtung. Auf jeden Fall sind wir jetzt endlich wieder draußen. Getrennt vom Stim. Ruvik kaputt gemacht in dem Fight. Ist besser abgelaufen, als ich erwartet habe. Wir bekommen jetzt noch einiges an Bonus. Als Maschinengewehr. Den Raketenwerfer mit unendlich Munition. 50.000 Gel. Einen Schlagring. Jetzt bin ich gespannt. Oh. 108 Tode. Ich wünschte, das wären 100 weniger. Aber fürs erste Mal Akumu spielen. Hey. Das ist geil, das werde ich bestimmt privat noch ein bisschen öfter machen und Spaß dran haben. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und auch besonderen Dank an den Typen, der den Dev-Counter gemacht hat jedes Mal, dass du da die Arbeit reingesteckt hast. 118 geworden. Verdammt geiles Spiel, eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Ist auch von dem gleichen Typen, der Resident Evil 4 gemacht hat. Natürlich mag ich das hier. Den zweiten Teil finde ich auch super, da bin ich aktuell gerade dran. Könnt ihr den weiterverfolgen, wenn ihr Bock habt. Ich finde solche Art von Games geil, allerdings muss man sagen, gut, dass die PC-Version irgendwann rauskam, weil da hat es wirklich übertrieben, der Entwickler, mit Lensflares, Filmgrain, Bewegungsunschärfe und diese scheiß schwarzen Balken, die man auf der Konsole zuerst nicht ausmachen konnte. Ansonsten habe ich bei dem Game eigentlich gar nichts zu meckern, es hat ordentlich Spaß gemacht, Schwierigkeit hat gestimmt und ich speichere auf jeden Fall mein Spiel. Was ich jetzt hier noch ranhängen werde, sieht schon Medaille geschafft, New Game Plus, das war auf Überleben, das lösche ich jetzt sogar mal, guck mal, scheiß auf den ersten Spielstand, Akumu Roots, so, haben gespeichert, Titelbildschirm, und jetzt, ja, gibt es noch den Bonus, ich zeige euch jetzt das letzte Missing Person Poster, was ich dachte, das habe ich ja übersehen, nö, das kommt jetzt erst noch. Neues Spiel Plus mit meinem Kapitel 1 Self. Genau. Super. Dann sehen wir uns gleich wieder beim letzten Missing Person Post und danach kommt noch das Easter Egg. Please sign in here. Hallo. Ich bin jetzt am Start von Kapitel 2 in New Game Plus. Und ihr seht schon, hier ist das letzte Poster von uns selbst, Beispiel Castellanos.
Der Detective der Polizei von Crimson City verschwand bei den Ermittlungen zu einem vermissten Fall. Schön. So, hier hinten im Bonusraum. Ehrlich, Bonusraum. In unserem Dingen sind wir halt wieder jetzt hier bei den ganzen Spinnen. Die sind offensichtlich weiter laufen. Wir können beim New Game Plus nur noch so viele Keys finden. Das wird alle aufmachen. Habe ich aber schon gemacht, natürlich. Ne? Ist also mittlerweile useless. Und hier sehen wir jetzt die vervollständigte Karte. Die pulsiert. No, jetzt bekommen wir unsere Belohnung. Hochleistungsgewehr. Verbesserungen an laufender Mechanik verglichen mit dem normalen Scharfschützengewehr verleihen dieser Person eine größere Durchschlagskraft. Übernimmt die Verbesserung des Scharfschützengewehrs, das heißt, die Upgrades treffen auch auf diese Waffe zu, die wir für die normale Sniper schon ja, vorgenommen haben. Und eine Burst Handgun, die übernimmt dann die Sachen des Revolvers. Da kann man hier, wenn man X drückt, den Typ ändern. Das Ding ist, die Dinger sind so ziemlich useless. Ah, das war die doppelläufige. Die DLC-Waffe, die hatte ich ja schon so schon. Hochleistungsgewehr. Na, zeig's doch. Du Sporten. Na gut. Dann nochmal auf zum Easter Egg. So, Freunde. Ich bin jetzt wieder in Kapitel 3. Und hier gibt es eine Sache, die man nur im New Game Plus machen kann. Einen kleinen Gil Boost. Der hilft einem natürlich dabei, einen ganz anderen Scheiß, den man halt schneller abzugraden. Und dazu müssen wir die lange Leiter hier hochgehen. In dem Stall des Sadisten. Da hört ihr schon, da oben ist jetzt eine Krähe und die müssen wir sowas von krass schänden. Da ist sie. Nämlich die hier. Das triggert jetzt was. Eins. Krähe zwei links. Krähe drei. Und vier auf dem Turm sind zwei. Und Nummer 5 ist da irgendwo oben. Genau. Die müssen wir uns jetzt snacken. Können wir ganz einfach hier wieder rausgehen. Das Gel scheiße ich jetzt mal. Okay, Nummer 1 haben wir gesehen. Ist jetzt hier. Was? Alles klar. Nummer 2 ist da. Und ihr habt nur 2 Minuten Zeit, um das hier zu machen. Müsst euch gar nicht so beeilen, keine Sorge. So, jetzt sitzt hier noch irgendwo eine. Wenn ich sie ausmachen könnte. Du bist das, ah ja. Hab gar nicht gesehen, what the fuck. So, dann geht er hier hoch. Haben wir ja in der Cutscene auch noch gesehen, dass so meine ist. Am besten noch ein ganz kleines bisschen langsamer, Sebastian. Ich meine, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. So, da ist noch einer. Hui! Machen wir uns die letzte. Und die ist nämlich hier oben. Ganz oben, ne? Perfekt. Jetzt taucht nämlich hier Gel auf. Und das ist 100.000. Das ist ein sehr nützlicher Tipp für euch. Wenn ihr viel Gel haben wollt, um schnell alles andere abzugraden, das ihr hier bekommt. Für die Achievements und so. Das war's jetzt aber von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Zugucken, wie ich vorhin schon gesagt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Schaut den zweiten Teil weiter, wenn ihr wollt. Der läuft nämlich auch gerade parallel. Und wir sehen uns dann beim nächsten Roll-Through. Ich weiß noch nicht, was das wird. Für Vorschläge bin ich gern offen. Aber jetzt verabschiede ich mich mal mit der Kettensäge. Haut rein!